Hier sind Pola Roy und Judith Holofernes. Yo! Hallo. Bitte. Pola Roy, Judith Holofernes. Wir sind Helden. Ah. Darf ich euch gleich was zu trinken anbieten? Was denn? Wasser oder Wein? Wasser. Pola auch Wasser. Wasser ist gut, ja. Zweimal Wasser. Vielen Dank fürs Kommen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass solche Stars bei uns zu Gast sind. Wir fühlen uns schon total wichtig. Ich möchte jetzt nicht schleimen, aber ich freue mich wirklich sehr. Die anderen Gäste hassen wir ja, ne? Nein, das stimmt. Na, die wir freuen uns einladen. Außerordentlich, ehrlich. Ganz ja. Wir sind Fans. Seid ihr viel in Fernsehsendungen eigentlich? Wir sind ehrlich gesagt so wenig in Fernsehsendungen, wie wir irgendwie können, weil es in Deutschland nicht so viel gibt, wo man sich würdevoll sehen. Aber ich habe euch neulich gesehen zusammen, ich habe euch auf Viva gesehen, glaube ich. Nee, MTV habe ich euch gesehen, da wart ihr mit Bushido. Das war, ja. Das war aber ein Highlight. Ja. Was mit Bushido? Ja, das war auch unser Highlight. Tatsächlich. Der war aber ganz nett, oder? Der war sehr nett und das war uns auch vorher klar. Und der hat sich als allererstes als Fan geoutet und dann war nichts mehr zu wollen. Und der ist auch ein höflicher, netter, junger Mensch, aber das sind ja viele Bad Guys. Ja. Viele Schweine sind nach außen hin, tun sie so nett. Ne? Der ist wirklich ganz, ganz reizend. Also, ja. Ja, aber der ist auch ein Freund von DJ Ötzi übrigens, Bushido. Ja, wirklich. Ja, echt, bei der Echo-Verleihung, glaube ich. Ja, die haben sich umarmt und geküsst. Da wurde Bushido, DJ Ötzi wurde interviewt von dieser RTL-Frau. Und während des Interviews, was ich total cool fand, hat DJ Ötzi gesagt, hör mal auf, etwa, da ist Bushido, ist mein Freund. Mir ist das wichtiger, mit Bushido jetzt zu reden, als mit dir. Alles klar. Das war sehr ungewöhnlich, aber oder? Habt ihr euch nicht auch gewundert, dass DJ Ötzi überhaupt irgendwie die Weltherrschaft übernommen hat? Und ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Also ich hatte immer das Gefühl, dass der unter dieser Eierschale, die er auf dem Kopf hat, die Weltherrschaft auch anstrebt, dass er da Gedanken hat, wo man sich irgendwie sorgen muss. Also ja, auf jeden Fall. DJ Ötzi, das ist ja die Special Olympics des Pop. Wir reden ja über ernsthafte Musik. Ja. Das ist ja kein Konkurrent für euch, oder? Aber mir ist ja aufgefallen, dass beim ersten Echo ist er ja mit seinem Kumpel da hoch noch. Ja, ich weiß nicht, wie er heißt. Und beim zweiten hat er den gar nicht mehr mit. Hat er den vergessen? Der arme Kumpel. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch? Judith steht da so im Zentrum dieser Band. Ist das die vergisst mich auch manchmal irgendwie dann unten stehen. Ist das für euch ein Problem? Wird die Gage eigentlich tatsächlich durch vier geteilt? Oder kriegst du mehr, weil du auch die Lieder schreibst? Also ich kriege quasi meine Text-Tanzthemen. Oh, schwieriges Thema. Und alles andere wird geteilt, wie es ist. Wirklich? Also quasi eine kreative, also so GEMA-Sachen teilen wir, wie sie sind. Also wer was geschrieben hat, kriegt auch das. Ist klar. Und alles andere durch vier. Sag mal, war das wirklich so, dass für euch das so, weil ich habe das zufällig damals auch gesehen, bei Harald Schmidt damals, war das wirklich dann irgendwie so, dass man so gemerkt hat, dann hat das so ganz groß angefangen und vorher war es noch so geheimtippiger. Das war für uns tatsächlich auch wichtig. Ne? Es war, also heutzutage, glaube ich, ist es noch schwieriger für eine Band, die einigermaßen Wert auf ihre Würde legt, irgendwie im Fernsehen aufzutreten. In Deutschland ist es wirklich ein Trauerspiel. Und wir hatten immerhin die Chance, noch dreimal bei Harald Schmidt zu sein, als es noch jemand geguckt hat. Ihr seid ein Paar und ihr habt ein Kind bekommen vor kurzem. Relativ kurz. Wem schaut das eigentlich ähnlicher? Weil ihr schaut ja beide extrem unterschiedlich aus. Ja. Es muss ein schönes Kind sein. Hat es eine Mütze auf? Oder? Es trägt Bart. Nee, er sieht tatsächlich eigentlich aus wie der Papa, aber in meinen Farben. Bisher. Wirklich? Ja, in Blond. Quasi. Herrlich. Hat das den Touralltag eigentlich geändert, dieses Kind? Ja, schon. Also unser Sohn pflegt um 5.30 Uhr aufzustehen. Das hat den Bandalltag. Um den Flieger noch zu kriegen. Ja, genau. Ja. Aber ich meine jetzt mal, das ist ja tatsächlich so, wir haben euch mal irgendwo in München oder in der Nähe von München gesehen, da wart ihr schon wahnsinnig lang unterwegs, da war deine Mutter auch dabei im Tourbus und ihr seid morgens aufgestanden aus dem Bus, ihr seid alle scheiße aus, total scheiße. Wir fühlen uns auch meistens so. Und ihr hattet irgendwie, ich habe noch nie in meinem Leben Menschen gesehen, die sich so langsam die Zähne putzen, offensichtlich vollkommen kraftlos. Das heißt, dieses Leben ist ja irre anstrengend auf Tour sein. Und jetzt und das jetzt mit einem kleinen Kind, ist das nicht jetzt wirklich rein praktisch unmöglich? Ja. Oder geht das gut? Oder wickeln dann auch die anderen beiden? Ja, schön wär's. Oder werft ihr das Kind in die Menge, wickelt mal einer! Und jetzt alle wickeln! Und wieder zurückwerfen! Na, zurückwerfen, nicht wegwerfen, naja! Ja, wir wickeln ihn gar nicht mehr so viel, deswegen. Er wickelt sich selber, er musste sich von Anfang an selber wickeln. Wie alt ist er denn? 9? 15 Monate. 15 Monate. 15 Monate. Tatsächlich. Ist jetzt auch mit in Wien? Der ist überall immer mit und ja, es ist beinahe unmöglich.
Also das muss man echt sagen, also als quasi, weil in Deutschland, ich weiß nicht, wie das hier ist, wurde dann eine Zeit lang so versucht, uns so als die Vorzeigeeltern der Nation, und man kann alles schaffen und mit Kind und so. Wir müssen nur wollen. Man muss nur wollen. Ja. Und die Wahrheit ist, das Kind amüsiert sich blendend, so wird immer rosiger, findet das alles total toll und immer was los und so. Und unsere Augenringe gehen inzwischen hinten am Kopf wieder raus. Stimmt das, was ich gelesen habe, dass du vor Auftritten ganz gerne Trampolin springst? Das stimmte, ja. Das habe ich tatsächlich gemacht, um mich einzusingen, weil das Federn auch so gut das Zwerchfell animiert und so. Und außerdem kommt man extrem gut drauf. Ne? Das stimuliert irgendwas im Gehirn. Das heißt, stand das am Tourrider auch drauf, Trampolin? Nee, war dabei. Habe ich tatsächlich selbst immer klapp, klapp, klapp. Also ach so, ein Klapp-Trampolin. Und habt ihr bei euch am Trampolin kennengelernt? Und jetzt habe ich, man wird ja alt, wir Rockstars werden alt. Am Trampolin ich habe mir durch meine Schwangerschaft die Knie ein bisschen kaputt gemacht und soll nicht mehr Trampolin springen. Oh, das hat ehrlich gesagt total genervt, auch vor den Auftritten, weil das war natürlich so ein kleines, das hat dann so und es ging einfach nicht. Wir mögen uns, aber so weit ging das. Und dann immer auf den Ohren so ne, irgendwas gehört und dann so mitgesungen zum Einsingen. Grapevine. Und ist das so, dass euer Kind jetzt im Tourbus ständig Sachen kaputt macht und ihr deswegen zum Beispiel auf Songs kommt wie kaputt zum Beispiel? Ja. Ist es so? Er hinterlässt ein Schlachtfeld. Und wir sind Helden, haben jetzt auch ein Buch gemacht. Ja. Das ist das erste Buch von euch. Ja. Und das sind Informationen zu Touren und anderen Einzelteilen, was ich gerne hier in die Kamera halte. Das heißt, ist das wirklich ein authentisches Tagebuch sozusagen vom Touralltag oder was ist da drin? Teilweise. Also es basiert quasi auf wahren Begebenheiten. Nein, es ist alles wahr, aber es basiert auf unserem Tour-Tagebuch, das wir seit 2001 geführt haben. Was heißt wir, du oder besser alt? Gesagt ich, ja. Aha. Also ich habe sehr fleißig geschrieben und ich habe ab und zu Jean überreden können, auch mal was zu schreiben. Und Pola nie irgendwas, Pola hat tatsächlich oder? Wirklich, glaube ich, einmal so einen Abschluss. Einmal Trampolin mitgesprungen und das reicht. Gutes Pferd springt nur so, wie es muss. Genau. Ja, und das ist tatsächlich so, dass dann der Fischer Verlag kam und das veröffentlichen wollte, so wie es war. Und wir dann gesagt haben, na, kommt nicht in die Tüte, weil wenn dann alle und so. Und dann haben wir noch ein halbes Jahr lang weitergeschrieben und haben alle Lücken vernäht und alle Dinge erzählt, die man damals im Internet nicht erzählt hätte. Würdet ihr sagen, dass so eine Karriere, wie ihr sie gemacht habt, für junge Musiker sinnvoll ist, das so zu machen? Anders als irgendwie mit den großen Labels sofort zusammenzuarbeiten, sich an die zu verkaufen? Ja, also heute mehr denn je. Also sich einem dieser sterbenden Dinosaurier jetzt noch an den Hals zu werfen, ist absurder, als es jemals war. So, ich glaube, wenn man jetzt einen Plattenvertrag unterzeichnet, dann gibt es die Firma nächstes Jahr nicht mehr. Also in den meisten Fällen. Aber wie kann man jetzt nicht mehr Musiker werden, weil man an Armut stirbt? Ist es wieder dieser alte Witz wahr, dass ein Arzt zum Musiker sagt, sie haben noch 2 Wochen zu leben und der sagt, und wovon? Ja, stimmt. Ist das noch immer so oder schon wieder so? Ich kenne auch einen Musikerwitz, was sagt ein Musiker ohne Arbeit zu einem Musiker mit Arbeit? Eine Pommes mit Ketchup, bitte. Egal. Ja, ist das gut. Es ist die Wahrheit. Ja, aber ist es so? Ist es wirklich so? Weil ich meine, wenn du weißt, in London zum Beispiel, Leute, die da als Vorband auftreten oder in Clubs auftreten, die zahlen ja inzwischen alle dafür, dass sie auftreten dürfen. Pay to play. Genau. Das kriegen wir bald auch. Es ist ja tatsächlich so, dass das Live-Geschäft läuft ja ganz gut. Also die Leute gehen ja auf Konzerte und die Platten verkaufen sich halt nicht mehr so. Da muss man sich dann halt unabhängig machen, muss Bücher schreiben. Ja, Bücher macht ihr Lesungen erzählen. Auch daraus? Ja, tatsächlich. Ausschließlich Lesungen oder ist das dann gekoppelt mit einem Konzert? Wir spielen dann Unplugged, aber mehr um unsere eigene Nervosität zu übertünchen. Immer wenn irgendjemand ins Stottern kommt, ha, ein Lied! bist du nervös noch vor Auftritten? Vor normalen Konzerten nur manchmal, wenn irgendwas Besonderes ist, zum Beispiel irgendjemand Besonderes da oder so, dann bin ich sehr aufgeregt. Aber das Lesen war für uns alle sehr aufregend. Und dann waren wir ganz erleichtert, weil wir uns so bombig amüsiert haben, dass jetzt die zweiten und dritten und vierten Male ganz locker waren. Und merkt man deine Nervosität an der Höhe des Trampolinspringens? Ja. Je nervöser, umso höher? Ja. Bis zu 8 Meter hoch, wenn... Bis ich mich an der Decke bonke. Gibt es auch Lesungen in Wien? Wir hoffen es. Wir haben gerade vorhin im Taxi überlegt, wo man sowas machen könnte. Chelsea. Zuschriften bitte an wir-sind-helden.com. Wenn Sie zu Hause ein großes Wohnzimmer haben und sich für Literatur interessieren, hier sind aufstrebende Nachwuchsautoren, die gerne bei Ihnen lesen würden. Sie müssen allerdings ein Trampolin in den Garten stellen. Ja, gern. Würdest du was lesen? Würdest du hier jetzt was lesen? Sollen wir Ich finde das Buch am besten. Genau. Ja, wir haben Kohinoor. Sollen wir zum Beispiel den absurden
Titel erklären, indem wir eine E-Mail... Nee, mach den Kohlenhaus-Musik. Ja, was du willst, das wird ja dann eh rausgeschnitten, ja, was gut, dann schlecht ist. Du machst immer, du vielleicht hier die Schere noch? Nee, mach mal den Kohlenhaus, der ist echt lustig. Chris, man glaubt noch immer, dass neben ihm noch was rausgeschnitten wird. Aber wir brauchen ein bisschen Zeit. Also so ja, das ist gut. Wir haben ich kann, alle Zeit. Ich kann da, vielleicht auch dem Publikum ein bisschen so interner erzählen über Judith Holofernes. Sie kann jeden einzelnen Dialog von Dirty Dancing mitsprechen. Stimmt das? Ich konnte. Ich habe auch ein Gedächtnis wie ein Sieb und habe durch Schwangerschaftsdemenz fast alles verloren. Entschuldigung. So, ist tatsächlich meine Damen und Herren. Ja, vielleicht können wir das Licht irgendwie... Kann man das Licht irgendwie dimmen und so dichterlesungsmäßig machen, wenn das geht? Geht wahrscheinlich nicht. Du könntest der Judith deine Philips Dark Brille borgen, was literarischer wirkt. Ja, gern. Gern. Oh. Aber ich sag. Lest ihr abwechselnd? Sehe ich, ja, seh ich dann noch nein, was? Die hat fast 12 Dioptrien. Nee. Herrgott, sag. Okay. Ja, das schaut doch gut aus. Jetzt wird mir schlecht. Pass auf einmal. Schaut total sexy. Nee, wir machen nicht abwechselnd so, sondern es kommt Stelle. Jetzt ein Tagebucheintrag, ein Original-Tagebucheintrag. Okay. Mir ist übel. Wir waren damals im Studio zur Reklamation und es geht um Nahrungsaufnahme. Eine Küche gibt es hier, sogar eine Kochplatte. Begeistert hüpfen wir um den Mini-Herd herum und fantasieren von Nudeln und Salaten. Und hüpfen noch ein bisschen im Kreis und dann wieder zum Flipper zurück. Und dann zum Telefon, um Essen zu bestellen. Schon nach wenigen Wochen stellen wir fest, dass es in der Stadt nur 2 Nahrungsanbieter gibt, die würdig sind, um unsere Gunst zu buhlen. Und jetzt muss ich die Brille absetzen, sonst wird mir schlecht. Danke. So. Am Ende siegt aber nach Punkten der Inder Kohinoor, weil er direkt vor der Haustüre ist und leckere Sachen mit gleichem Geschmack, aber in verschiedenen Farben anbietet. Außerdem haben wir die Bedienungen lieb. Allen voran den Bitte-Bitte-Mann. Den Bitte-Bitte-Mann kennen wir schon lange. Die Tage, in denen er nur Bitte-Bitte sagen konnte, sind lang vorbei. Seither fragt er uns jedes Mal aufs Neue, ob wir im Hostel gegenüber arbeiten, respektive wohnen, was jedes Mal aufs Neue nicht der Fall ist. Auch seinen Kumpel, den stets tadellos gekleideten guten Appetit-Mann, mögen wir gerne. Er, der anfangs jede Bestellung mit dem freundlichen Kommentar »Guten Appetit« entgegennahm, ist seit ein paar Wochen enorm in unserer Achtung gestiegen. Genauer gesagt, seit dem Tag, als er Marc auf dem Klo ansprach. Oh ja. Es war ein langer Tag gewesen und Marc ging auf die Toilette, um danach sein zerfahrenes Äußeres im Spiegel zu begutachten und gegebenenfalls zu korrigieren. Sich unbeobachtet wähnend und mit lässiger Zärtlichkeit wandte er sich dort an sein eigenes Abbild. Mann, siehst du scheiße aus. Stille. Und dann aus einer dunklen Ecke des Raumes die sanften, in ihrer Klugheit unendlich tröstlichen Worte. Macht nichts. Das war der guten Appetitmann. Seit jenem Tag macht nichts Mann genannt. Bravo. Sehr schön. Das Wir sind Heldenbuch. In jedem Fachhandel erhältlich. Buchhandel nennt man das. Ja, Buchhandel nennt man das, genau.